Das Wetter musste passen, um unseren Plan, nach Wien zu radeln, endlich umsetzen zu können. Anfang Oktober war es dann soweit. Mit knapp 9 Kilo Gepäck pro Person, vollen Akkus und noch ohne Muskelkater und ohne schmerzendes Hinterteil starteten wir mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen durch das Inntal nach Osten. Bis Kufstein radelten wir auf Asphalt. In Deutschland praktisch nur noch auf Schotterstraßen. Und ab Wasserburg, nördlich von Rosenheim, kamen auf den 130 Kilometern nach Schärding noch ein paar recht knackige Voralpenhügel dazu. Vormittag, 50 Kilometer ohne Strom. Jetzt haben wir vollen Akku, volles Rohr Richtung Braunau. Ja. 90 Kilometer vor Passau. Komm mal. Halbzeit in Passau. Wir haben den Innenradweg hinter uns und rollen endlich wieder auf Asphalt und praktisch ohne Steigungen der Donau entlang. Einige Male wechseln wir die Uferseite auf zumeist recht putzigen Schiffchens. Waren es am Vormittag noch 40 Kilometer, haben wir nach der Mittagspause locker 80 Kilometer heruntergespult. Und auch dieses Abendbier haben wir uns verdient. Eine langwierige Umleitung wegen einer Baustelle,
Nebel bis Linz, dann ein Backhändl bei strahlender Herbstsonne in Enns und noch einmal 15 Kilometer mühseliger Umweg, weil die Fähre nach Mauthausen im Oktober nicht mehr fährt. Trotzdem schaffen wir unser Planziel, gut 100 Kilometer pro Tag, locker. Was treibst du da? Was treib ich da? Mal die Haubele. Ja, das waren sie, die letzten Sonnenstrahlen in der Wachau, bevor wir am Tag 7 knapp östlich von Traisenmauer in den ersten massiven Regen eintauchen. Der Rest ist schnell erzählt. Die Zielankunft feierten wir in der Bierhütte gleich gegenüber der Ortstafel im 19. Wiener Gemeindebezirk. Dann gab es ein kleines Service bei Babsi und Tommy. Es gab trockene Kleider, ein Gulasch und ein Bett. Und schließlich bei der Rückfahrt im Zug wälzten wir bereits Pläne für den nächsten Radlausflug.